Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, hier heute Abend euch im Prachtgarten begrüßen zu können zum Vortrag von Christina. Christina war für ihre Masterarbeit am CERN und hat dort rausfinden dürfen, wie man Programme sehr, sehr viel schneller macht, indem man sie auf sehr, sehr viel Threads gleichzeitig rechnet. Und ich bitte um ein herzliches Willkommen für Christina. Ja, hallo und herzlich willkommen. Also genau zu diesem Thema werde ich jetzt meinen Vortrag halten. Eigentlich studiere ich ja Elektrotechnik an der TU Berlin. Aber also es wird auch Elektrotechnik, Master of Science draufstehen auf meinem Abschluss, aber ich glaube, ich bin eigentlich Informatiker im Herzen und werde es auch mal bleiben. Und deshalb werde ich euch jetzt ein Physikthema aus Sicht eines Informatikers mehr oder weniger präsentieren. Also, wie schon angesagt wurde, ich arbeite am CERN und schreibe dort meine Masterarbeit. Was ist das CERN? Das ist eines der weltgrößten Forschungsinstitute, wo sehr viele Nationen zusammen Kaffee trinken und über Physik reden und manchmal auch Dinge rausbringen, Higgs-Bosonen entdecken oder so. Also, sprich, das ist das CERN oder das LHC, wo Heavy Iron Particles kollidiert werden. Und mein Experiment ist links unten, das Beauty-Experiment LHCb, wo CP-Violations untersucht werden. Und das ist direkt, wenn ich aus meinem Büro rausgehe, so zwei Schritte, dann bin ich direkt dort an dem Ort, wo das World Wide Web geboren wurde. Das merkt man daran, dass da so eine goldene Plakette ist, wo da steht, hier wurde es geboren. Und dann sieht man ganz viele Touristen, die täglich davor ihre Selfies machen. Wie ich auch, als ich frisch angefangen habe. Also was ist der Grund für das Projekt, was ich dort habe? Als die Software damals geschrieben wurde, in C++, da waren irgendwie Many-Core-Systeme oder Systeme mit vielen CPUs oder vielen Threads noch gar nicht so gängig. Man hat also seinen Code runtergeschrieben, das ist gut single-threaded gelaufen und man hat vielleicht diese Software als P-Threads 10.000 Mal gestartet, aber es ist jetzt nicht die performanteste Art, wie man Software laufen lassen kann. Und nun war die Idee für das Upgrade, was 2019, 2020 am CERN stattfinden soll, das Ganze in das 21. Jahrhundert zu heben. Also sprich, ein Kollege von mir schaut sich jetzt an, ob er die Software auf einem FPGA superschnell bekommen kann. Ein anderer wird das dann später auf einer GPU machen. Und ich mache das auf dem KNL. Der KNL ist oder Intel Xeon Finite Landing Platform. Das ist eine Plattform mit 64 Kernen. Jeder Kern läuft mit einer Taktfrequenz von 1,3 GHz. Und jeder Kern kann bis zu 4 Hyperthreads spawnen. Diese Plattform wurde darauf ausgelegt für High-Performance-Computing, also dass man sehr viele Lasten, sehr viele Dinge gleichzeitig kalkuliert. Und einige verwechseln das mit dem Knight's Corner, der vorherigen Plattform von Intel. Die war noch eine CPU mit einem Co-Prozessor dran, der über PCI Express angebunden wurde. KNL ist es nicht, es ist x86 Binary Compatible, also du kannst den Code einfach drauf laufen lassen. Es ist ein Standalone-Prozessor, man kann sein Linux-System drauf laufen lassen und die üblichen Tools wie GDB, GTC, alles Mögliche direkt dort ausführen, ohne dass man Daten erstmal in einen Co-Prozessor rüberschaufeln muss, dann wieder zurückschaufeln muss. Außerdem hat das ein MCDRAM, was für Multi-Channel DRAM steht. Das ist ein Speicher, der entweder als L3-Cache genutzt werden kann oder als zusätzliches Memory. Und der viermal so schnell ist wie normaler DRAM. Also der normale DRAM, der daran angeschlossen ist, kann eine Bandbreite von 80 GB pro Sekunde. Der MCDRAM kann laut Intel so ungefähr 340 GB pro Sekunde, also laut Datenblatt. Und das Tolle am KNL ist auch, dass es das AVX 512 Instruction Set diesmal unterstützt. Das heißt also, man kann dort 16 Single Precision Floating Point Numbers oder 8 Double Precision Floating Point Numbers auf einmal berechnen in der Vector Processing Unit. Also wenn ich zum Beispiel auf dem Server bin und einen H-Stop mache, sehe ich das.
Ich sehe keine Prozesse, ich sehe nur Kerne. Oder Threads. Dann hat der KNL noch ein super Feature. Man hat diese 64 Cores und man kann sie aufteilen. Und zwar einmal in der Mitte in die Hälfte schneiden oder in vier Viertel schneiden, was hilft beim Cache, bei der Cache Coherence. Also sprich, wenn man so ein 16 Core Substück hat, dann ist es einfacher, da den Cache kohärent zu halten. Oder um ein Datum anzufragen vom nächsten Core, dauert das weniger lange, als wenn es noch durch den ganzen Chip gehen muss. Und es gibt da zwei Möglichkeiten, diesen Chip so aufzuteilen. Also entweder wird einfach in vier Stücke aufgeteilt und wird aber im System als eine Nummernode, also erkannt, sprich von einem Core wird es suggeriert im System, dass der Datenzugriff überhin gleich lange dauert, oder man kann es im SNC2 oder 4-Mode konfigurieren und dann kann man seine Programmausführung pinnen. Also sprich, man kann dann sagen, ich möchte gerne, dass auf Nummernode 1 mein Programm ausgeführt wird und dann wird es nur auf den ersten 16 Cores gestartet. Und dazu nimmt man zum Beispiel das NummerCTL-Tool von Linux. Zum Beispiel hier habe ich angegeben, dass mein Programm auf den Cores 0 oder auf den Threads 0 bis 255 läuft und mit Membind habe ich gesagt, dass alle Variablen auf dem schnelleren MCD-RAM abgelegt werden sollen. Nochmal kurz in die Physik eintauchen. So 2019 soll das Upgrade vom CERN Software- und Hardware-seitig stattfinden und das Programm soll entscheiden, ob die Kollisionen, die zwischen den Elementarteilchen passieren, relevant sind und deshalb auf die Festplatte gespeichert werden sollen oder einfach weggeworfen werden können. Weil der Großteil der Kollisionen, die passieren, sind eigentlich vollkommen egal. Man will die Daten gar nicht speichern. Und mein Programm wird auf dem Ridge 2 Subdetektor laufen. Da sieht man, ich weiß nicht, wie gut man das sieht mit dem Licht, aber die blauen Striche sind quasi die Particle Tracks, also wo die Elementarteilchen langfliegen. Und wenn sie durch ein Gas fliegen mit einer Geschwindigkeit, die höher ist als die Lichtgeschwindigkeit in diesem Medium, dann können sie Photonen emittieren. Und diese Photonen werden in einer Cone emittiert, also so zylindrisch. Da werden sie an Spiegeln reflektiert und in einer Detektormatrix, die hier in rosa angezeigt ist, detektiert. Und das, was man dann am Ende rausbekommt, die Photonen, sind quasi rechts zu sehen. Also sprich so ganz viele Ringe. Und man versucht rauszukriegen, wo die Ringe sind und wo der Mittelpunkt durch den Ring ist. Denn basierend auf dem Particle Track, also wo das Photon lang fliegt und mit welchem Winkel das Photon emittiert wurde, kann man sagen, was das für ein Particle Type war, was das für ein Particle war. Aber in Realität sieht es eigentlich gar nicht aus wie rechts. In Realität bekommt man eher das und sucht dann irgendwelche Ringe da drin. So sieht das nochmal geometrisch aus. Also T, dieser schwarze Pfeil, ist der Track des Particles. P, das grüne Ding, ist das Photon. Und der Algorithmus muss quasi ein Polynom vierten Grades lösen und die Koeffizienten davon ermitteln, eine Nullstelle finden in dieser Gleichung, dann den Winkel Sinus Beta daraus bestimmen und dann noch einen Vektor, also eine Matrixrotation dann noch machen. Und damit hat man schon den Reflexionswinkel M. Und aus M kann man super einfach den Winkel zwischen T und P berechnen. Also eigentlich super einfach. Es gibt, nachdem ich sie entfernt habe, kaum noch Branches im Code. Das ist eigentlich nur so ein Streaming-Problem. Also sprich, man kriegt die x, y, z-Koordinaten von den verschiedenen Punkten, die man in der letzten Grafik gesehen hat, berechnet ein bisschen rum und hat ein bisschen Output. Also eigentlich ganz einfach, oder? und dieses Problem kann als embarrassingly parallel, das ist ein Fachbegriff, klassifiziert werden. Sprich, es ist eigentlich kein Aufwand, normalerweise es zu parallelisieren, weil man keine Dependencies unter den einzelnen Threads hat. Man hat nicht
die Threads müssen nicht auf den gleichen Speicherbereich oder auf eine Ressource zugreifen. Und trotzdem war aus irgendeinem Grund der Algorithmus ziemlich langsam. Und jetzt werde ich einfach erzählen, wie ich mich Schritt für Schritt dran gearbeitet habe. So, die erste Intuition ist einfach mal OpenMP draufschmeißen. OpenMP ist so ein Framework, mit dem man, das einem hilft, parallel Threads zu starten. Und das ist super einfach, weil man einfach diese Compiler-Direktive pragma OpenMP parallel for seine For-Loop schreibt. Und das Framework sorgt dafür, dass Threads gespawnt werden, die Sachen, die in der Loop drinstehen, ausgeführt werden und diese Threads dann wieder zusammen zu einem Single-Thread zusammengeführt werden. Man muss natürlich einen GCC-Flag noch angeben, damit, also es ist, muss vom Compiler unterstützt werden. Und ja, das funktioniert schon ziemlich gut. Zweiter Schritt ist Vektorisierung. Wir haben diese Vector-Processing-Unit und GCC unterstützt zwar Autovektorisierung, aber wenn man mal damit arbeitet, merkt man, dass es gar nicht so gut funktioniert, wie man das gerne hätte. Deshalb muss man dann selbst Hand anlegen. Zum Beispiel habe ich die Vector-Class-Library von AgnaFog genommen. Also man kann auch Intel Intrinsics direkt schreiben, also zum Beispiel diese Funktion mm512 square root precision single direkt aufrufen, aber es ist schon irgendwie cooler, wenn man, wenn das ein bisschen von einem abstrahiert wird. Und das hat AgnaFog gemacht. Er hat dort, wo es eine Assembler Instruction in Hardware gibt, hat er die einfach in diese Funktion gepackt. Und wo es keine gab, hat er dann zum Beispiel für den absoluten Wert einer Zahl berechnen, da hat er dann ein bisschen Code geschrieben. Und der Vorteil ist, dadurch, dass es in C++ geschrieben ist, kann man direkt Funktionen überladen. Also spricht man diesen VEC16F-Type und überlädt den Operator plus mal minus, sodass da die Vector-Processing-Funktion oder Assembler-Code aufgerufen wird. Assembler-Instruktionen aufgerufen werden und dass der Programmierer was anderes macht. Also sprich, man hat den Datentyp, der mal float hieß und dann ändert man den zu VEC16F und es wird automatisch auf der Vector Processing Unit ausgeführt. Das nächste, worüber man nachdenken sollte, wäre vielleicht Latency und Memory. Zum Beispiel eine Referenz in den L1-Cache dauert 0,5 Nanosekunden. Wenn man dann schon in das nächste Level gehen muss, in den L2-Cache, dann sind das ungefähr 10-mal so viele Nanosekunden. Und wenn man dann sogar in den Main Memory zugreifen muss, dann sind das 200-mal so viele Nanosekunden wie in den L1-Cache. Also man sieht schon an diesen Zahlen, die einfach ziemlich schnell wachsen, dass es für den Programmierer von Interesse ist, möglichst alle Daten im L1-Cache zu behalten. Und das Zauberwort in HPC, also High Performance Computing, ist SOA. Also normalerweise, wenn man so Code schreibt, dann will man ja alles schön hintereinander ablegen. Man hat so seine XYZ-Koordinate vom Emission Point, dann hat man seine XYZ-Koordinate vom Detection Point und somit liegt irgendwie der X-Wert von einem Photon weit weg von dem X-Wert von dem zweiten Photon und so weiter. Wenn man das Ganze jetzt aber in einer Instruktion irgendwie in die Vektorregister laden möchte, ohne dass der Compiler irgendwie noch Shuffles machen muss, dann kann man am besten gleich mal alle X-Werte, zum Beispiel 16 in meinem Fall, hintereinander ablegen, dann alle Y-Werte und dann in einer Instruktion die Werte reinladen, das Vektorregister, statt dafür, keine Ahnung, 10 Instruktionen zu benutzen. So sah das vorher aus. Also AOS steht für Array of Structs. Man hat eben diese Photon-Informationen, die zuerst XYZ-Punkte sind, von Mission Point und dann Center of Curvature. Und wenn man das in einen Struct of Arrays packt, dann hat man Arrays von XYZ-Punkten. T kann zum Beispiel in dem Fall Double oder Float sein und DIM gibt die Dimension des Vektors, des Arrays an. In meinem Fall 16, weil ich 16 Floats auf einmal kalkulieren wollte. Und dann muss man noch die Daten zu den Cache-Line-Boundaries allein, in dem Fall sind das 64 Byte, denn nur dann kann man Aligned Load oder Aligned Store verwenden. Also sprich, wenn die Daten, dass die Variablen irgendwie nicht aligned im,
im Main Memory rumliegen und man sie versucht reinzuladen, dann müssen zwei Cycles oder zwei Microoperations verwendet werden, um das reinzuladen, weil man erstmal die linke Hälfte von dem blauen reinladen muss und dann die rechte Hälfte. Nur wenn man das aligned macht zu den Cache-Line-Boundaries, kann man die in einem Go sozusagen reinladen. So, dann die Mathe. Ich habe ein bisschen an Mathe rumgespielt. Zum Beispiel weiß man als Informatiker, dass Multiplikationen viel, viel schneller ablaufen als Divisionen. Zum Beispiel, wenn man sehr viele Vektoren hat, die man normieren muss, dann macht es Sinn, wenn man den Normierungsfaktor quasi vorher berechnet. Das wäre dann eine Division. Und zum Normieren dann nur noch Multiplikationen macht. Oder an einer Stelle gab es eine Funktion, die einen Vektor Beta, Vektor entgegengenommen hat und einen Winkel Beta. Und ich hatte aber den Wert für Sinus Beta schon ausgerechnet bei mir rumliegen. Das heißt also, ich konnte diesen Funktionsaufruf ersetzen und den Overhead durch Arcosinus und dann nochmal Cosinus, indem ich die äquivalente trigonometrische Funktion Wurzel aus 1 minus Sinus Quadrat Beta ersetzt habe. Also sprich aus zwei trigonometrischen Funktionen, die super viel Zeit brauchen, die voll unperformant sind, wurde eine Multiplikation, eine Subtraktion und eine Square Root Funktion. Und außerdem im Quartic Solver, also im Solver für quartische Gleichungen, gab es eine sehr viel zeitfressende Cubic Root Funktion und die konnte mit Newton ersetzt werden. Also sprich, wir wissen einfach, dass diese Photonen, die da ausgesendet werden von den Particles, einen gewissen Winkel haben. Also die können irgendwie in einem Winkel von 0 bis 90 Grad überhaupt ausgesendet werden. Das heißt, da haben wir schon mal unseren Wertebereich für Sinus Beta. Und dann wissen wir, dass die Funktion in dem Bereich auch monoton steigend ist und irgendwo eine Nullstelle hat. Das ist eigentlich das Paradebeispiel, wo man so approximative Verfahren anwendet, wie Newton. Also mit bereits drei Iterationen, also dann funktioniert ja so, dass man eine Tangente anlegt und das als neuen, also man wählt einen Startwert zwischen 0 und 0,5, legt eine Tangente an seine Funktion an und nimmt den neuen Wert, den Schnittpunkt zwischen Tangente und der X-Achse als Startwert für die nächste Iteration. Und bereits mit drei Iterationen kann man so präzise machen, wie Float überhaupt sein kann. Außerdem hat der KNL noch ein paar andere nette Features, zum Beispiel approximative Funktionen. Das heißt also, einen Funktionsaufruf zu Square Root kann man ersetzen durch zuerst einen Aufruf von der approximativen Reciprocal Square Root Funktion, gefolgt von Approximate Reciprocal. Also sprich, statt einen 18 Microoperations normalen Square Root Aufruf zu haben, hat man einfach mal nur zwei Microoperations verwendet und naja, ein approximatives Ergebnis. Muss natürlich danach gucken, ob man noch die Präzision hat, die man braucht. Das gleiche gilt für Division, das auch durch Approximate Reciprocal ersetzt werden kann. Außerdem gibt es noch den Prefetcher, das ist auch so ein Compiler-Built-in vom GCC in dem Fall, wo man dem Compiler einen Hinweis geben kann, auf welche Daten man in der nächsten Iteration der Schleife zugreifen kann. Also man übergibt dem eine Adresse, dann ob man im nächsten Durchgang die Variable lesen oder schreiben wird und ob man in nächster Zeit noch weiter drauf zugreifen wird, also die Locality von dem Wert. Also sprich, ob es in den L1-Cache, L2 oder L3 zum Beispiel laden sollte. Hat leider bei dem KNL keinen Effekt gehabt auf der anderen Plattform. Auf einer Broadwell-CPU hat das aber schon Speedup gegeben. So, hier sieht man einen Roofline-Plot. Das ist quasi ein Tool für Performance-Engineers, mit dem sie gucken können, wo sie ihren Effort reinstecken sollen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Auf der X-Achse haben wir die Arithmetic Intensity, sprich wie viele Floating-Point-Operations werden performt, pro Byte, was man aus dem Memory lädt oder ins Memory reinschreibt. Und auf der Y-Achse haben wir die Performance in Gigaflops. Und die gestrichelte Linie, die horizontale gestrichelte Linie, sagt das Computational Limit, also sprich, wie schnell können Floating Point Operations auf der Plattform ausgeführt werden. Und die etwas gekippte Linie gestrichelt sind die Memory Limits.
Und das sind Hardware-Limits. Das muss man vorher seine Hardware ausmessen, dann weiß man, wie schnell man überhaupt werden kann mit seinem Code. Zum Beispiel, wenn man eine Addition hätte, müsste man 2 Floats aus dem Main-Memory rauslesen und einen Float schreiben. Das sind also schon mal 3 × 4 Byte. Und man würde eine Floating-Point-Operation ausführen. Das heißt also, man hätte immer eine Arithmetic Intensity von 1/12. Und man kann da auch nicht besser werden. Selbst wenn man irgendwelche Tricks anwendet, ist das ist das Hardware-Limit. Und man möchte eigentlich versuchen, da heutzutage Berechnungen viel, viel schneller gehen, als Daten aus dem Memory gefetcht werden kann, möchte man eigentlich versuchen, so viele Operationen auf den Daten wie möglich auszuführen. Also sprich, wenn man irgendwie die XYZ-Koordinaten lädt für diese Photonen, dann wäre es eigentlich gut, wenn man irgendwie 2, 3, 4 Algorithmen darauf anwenden können würde, idealerweise. Also man versucht beim Roofline-Plot so weit möglich nach rechts zu kommen, um quasi weiter weg von dem Memory-Limit zu kommen. Und man sieht, dass also der blaue Punkt ist der initiale Code, der ziemlich weit links war und an der Stelle noch Compute-Bound war. Also wir waren nicht mal an dem MCD-RAM-Limit dran. Dann mit den mathematischen Verbesserungen, das ist dann das lila Quadrat, ist es schon besser geworden. Die arithmetische Intensität ist nach rechts verschoben worden und damit auch das Performance-Limit, was überhaupt erreichbar ist. Und wenn man, als wir dann alles angewendet haben, OpenMP, dann das Programm auf dem MCD-RAM auf dem laufen lassen und die mathematischen Verbesserungen, erst dann ist es uns gelungen, überhaupt die Performance so nah wie möglich an das MCD-RAM Bandwidth-Limit kommen zu lassen. Und dann war noch die Idee, das war ein Test, das rote Dreieck, die Daten zu reduzieren. Also sprich, eigentlich muss man gar nicht alle Daten immer wieder neu senden pro Photon. Sowas wie der Radius und die Center of Curvature von den Spiegeln ist nach der Kalibrierungsphase, es bleibt einfach immer gleich. Und auch der Emission Point, also wenn ein Particle Photon aussendet, dann sind das immer so 10 Stück und das muss man nicht jedes Mal übertragen. Das heißt also, man kann die Performance schon allein dadurch steigern, dass man redundante Informationen zum Beispiel in einen Data Pool packt und per Index darauf zugreift. Und in dem Moment waren wir nicht mehr Memory Limited, sondern a Computational Limit war noch nicht erreicht. Das ist der rote Punkt dann. Also welche Performance wäre theoretisch erreichbar? Wir müssen 40 Byte Input Data rauslesen aus dem Hauptspeicher und 12 Byte Output Data zurückschreiben, das heißt also 52 Byte. Und das MCD-RAM kann mit einer Bandbreite von 340 Gigabyte pro Sekunde operieren. Das heißt, pro Photon, im besten Fall würden wir 0,15 Nanosekunden pro Berechnung von einem Photon brauchen. Und das sind quasi die Ergebnisse. Also der Code single-threaded auf einem einzigen Core hat ungefähr 1 Mikrosekunde gebraucht, um Dinge zu berechnen. Wenn man jetzt OpenMP draufschmeißt, kann man den Ausgangscode ist der Ausgangscode nach 7 Nanosekunden fertig mit einem Photon. So, jetzt aufgeteilt auf die einzelnen Verbesserungen. Wenn man jetzt den MCD-RAM nimmt statt den DRAM, weil defaultmäßig auf Linux-Systemen werden Variablen im DRAM abgelegt statt auf dem schnelleren MCD-RAM. Also wenn man den MCD-RAM benutzt, kann man schon mal ein Speed-up von 7% bekommen. In der rechten Spalte sieht man das. Wenn man nur die mathematischen Verbesserungen macht, ohne den anderen Rest, dann kriegt man ein Speed-up von 53% im Vergleich zum Ausgangscode mit OpenMP. Und das meiste scheint Vektorisierung und Memory Alignment zu bringen. Also wenn man die VPU ausnutzt und 16 Floats statt einem Float pro Iteration rechnet. Das hat ein Speed-up von 7.64 gebracht. Und wenn man alles 3s anwendet, dann kriegt man ein Speed-up von 36. Die Frage ist natürlich, warum, wenn man jetzt die einzelnen Speed-ups multipliziert, warum ergibt das nicht 36? Und es gibt einen guten Grund dafür. Wenn man das Programm erstmal auf den MCD-RAM pinnt, ohne irgendwelche anderen Verbesserungen zu machen, dann hat man trotzdem noch
dann gibt es Instruktionen, die sich gegenseitig in stören oder man kann niemals an das MCDRAM-Limit kommen, weil man noch compute-bound ist. Wenn man nur die Vektorisierung macht, ist man aber plötzlich memory-bound. Das heißt also, indem man die Grenze, die erreichbar ist, nach oben schiebt, kann man plötzlich memory-bound werden. Ich weiß nicht, ob das verständlich war. Finde ich, kann ich es nochmal versuchen. Okay, den Speedup kann man jetzt im linken Plot sehen. Also idealerweise, wenn man die Anzahl der Threads verdoppelt, müsste sich die Runtime halbieren. Also der Speedup müsste sich auch verdoppeln. Und das geht auch bis 64 Kerne gut. Man hat quasi fast den idealen Speedup auf dem KNL. Aber ab 64 Kernen sieht das irgendwie so aus, als würde der Speedup abfallen. Und der Grund ist Hyperthreading. Also der KNL hat nur 64 physische Kerne und alles andere ist mehr oder weniger Hardware-Threading. Und das heißt, dass sich diese Threads trotzdem irgendwie noch Ressourcen teilen, die und darum konkurrieren müssen. Deshalb kann der Speedup da auch nicht mehr ideal hochgehen. Und man sieht auch, dass der Speedup immer so ein bisschen abfällt bei n mal 64, also Multiples von 64 Cores. Ich habe den Code nochmal auf einem anderen Prozessor laufen lassen, dem Skylake, aber da hat es keinen so, also er hat nur 26 Kerne, aber da hat es keinen so guten Speedup gegeben wie auf dem KNL. Und dann bringt es ja gar nichts, wenn man den Code super schnell macht, wenn das Ergebnis dann falsch ist. Und deshalb, um zu überprüfen, dass wir noch irgendwie im Rahmen sind, dessen, was wir als Error vertragen können, habe ich mal den Code nochmal in Python nachgeschrieben und mit MPMath, also Multi-Precision Math, kann man die Bits einstellen, die man für seinen Float haben möchte. Zum Beispiel 11-Bit-Mantissen wären Half-Floats. Wenn man Single-Precision-Floats hat, dann hat die Mantisse 24-Bit und für Double-Precision sind das 53-Bit. Und dann habe ich mir einfach den Spaß gemacht, mal zu schauen, wie der Abstand von dem idealen Wert mit Double Precision berechnet ist oder die Differenz zu dem Float-Wert mit N-Bit-Mantisse. Und der schwarze Strich ist das, was der Detektor überhaupt liefert. Also das heißt, wir möchten mit unserem Error irgendwie links von dem schwarzen Strich liegen. Und wir sehen, Half-Floats würden zum Beispiel von der Genauigkeit nicht ausreichen, obwohl wir natürlich schneller mit denen rechnen könnten. Dann Floats liegen schon links von dem schwarzen Strich, das heißt, das ist schon akzeptabel. Aber wir brauchen definitiv keine Double Precision. Die wäre dann ganz, ganz links, weil es dauert länger und wir kriegen kein genaueres Ergebnis. Also wenn man irgendwas Ungenaues reinsteckt, dann kann man einfach nichts Genaueres rausbekommen. Also die Zusammenfassung, wenn man jetzt OpenMP und Vectorization und den MCDRAM verwendet mit dem Code und die mathematischen Verbesserungen, dann kann man einen Speedup von 36,5 verglichen zum Baseline-Code mit OpenMP-Threads erreichen. Und die mathematischen Verbesserungen wurden auch auf die jetzige Codebase schon zurückportiert und finden auch Verwendung und haben den Code schon mal 60% schneller gemacht. Und der KNL ist Performance pro Preis immer noch besser als die jetzige Plattform. Ja. Also ich hoffe, dass er über den FPGA und die GPU gewinnen wird und dann in dem Upgrade auch angewendet wird. Und ich schreibe noch gerade ein Paper für die PDP 2018 zu den Details der Arbeit und wer genaueres nachlesen möchte, kann, falls das Paper angenommen wird, es dort nachlesen. Genau. Gibt es noch Fragen? Hi, du hattest gesagt, dass du das
Built-in Prefetch auf dem Knight's Landing probiert hattest und da hatte das keinen Speedup gegeben. Auf der Broadwell-Plattform hat es ein Speedup gegeben. Ja. Heißt es einfach, dass sozusagen die Knight's Landing-Plattform in der Hinsicht mit dem Nachladen von Zeug schnell genug geworden ist, dass das Built-in Prefetch effektiv nichts mehr bringt, oder hat der das quasi intern automatisiert in Hardware gegossen? Also ich vermute, der Hardware-Prefetcher ist einfach so gut, dass Software, also ich meine, dieses Built-in-Prefetch ist quasi nur ein Hinweis vom Programmierer, dass du es brauchen wirst. Aber es gibt ja auch noch den Hardware-Prefetcher, der für dich schon Statistiken aufstellt und Dinge nachlädt. Und es ist auch in anderen akademischen Papern steht, ist es auch bekannt, dass das beim KNL gar nicht so viel bringt. Ja. Ja, zu der Software-Plattform, die da genutzt wird. Ich hätte eine Frage zu den Compilern. Da steht jetzt Compiler GCC 3.4.5 und ich meine, GCC 7.1 ist aktuell, wird tatsächlich mit dermaßen alten Compiler übersetzt oder ist das einfach nur für die Dokumentation? Und das Zweite ist, wird C++... Nochmal, was? Welcher Compiler nutzt ihr? GCC 3, weil das auf der Folie steht oder was moderneres? Oder auch LLVM oder irgendwie Intel Compiler? Und welche C++-Version wird genutzt? So das Interesse. Hätte ich ja vorher nachgucken können, oder? Ja, also die Version weiß ich nicht mehr. Okay, ich sag's dir dann später einfach. Okay. Ja. Also es muss nicht unbedingt die 3.4.5 sein. Da habe ich nur dieses Beispiel rauskopiert, weil das, was ich in meinem Code stehen hatte, ein bisschen komplizierter aussah. Das wollte ich euch nicht antun. Die Quintessenz ist jedenfalls, dass man dem GCC bei Vektorisierung nicht vertrauen kann. Der Programmierer kann immer noch so ein bisschen tweaken und fünfmal besseren Code oder so rausbekommen oder schnellere Performance. Der Compiler ist halt nicht allmächtig.